Manager? Nein, was war ich ja? Spielerin, Herzkrankheit. Ja. Der ist aber aufgestoßen hier. Dungeon-Herz wird angegriffen. So, da sind sie. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sehr ungünstig. Aber zuerst die Herzen, die sind wichtiger. Auch wenn jetzt hier vorne keine Untoten sind. Ah, sehr schön. Diese Welle ist platt. Ich habe massenhaft Gold. Verteidig das Dungeon-Herz. Ja, das hält diesmal. 18.000 Lebenspunkte, das hält. Das wird so schnell nicht passieren. Hä? Wieder in 14 Minuten. Bleibt noch ein Riss. Der ist hier. So, passt. Donkus haben wir nicht mehr, oder? Ich dachte immer, dass dieser Zauber mit den arkanen Rissen eigentlich total sinnlos ist. Aber es stellt sich heraus, dass er ideal und praktisch völlig ungefährlich auf Ziele im Untergrund anwendbar ist. So, jetzt gibt's erstmal hier Goppomat. Und jetzt rein hier in die Hütte. Bisschen was platt machen hier. Ich komme! Ja, aber viele angeschlagene Skelette sind angeschlagen. Also meine Untoten. Oh, stört ja nicht. Das sind ja alles ehemalige Helden. Von da aus kein Problem. So. Erste Heldenlager platt machen. Von da marschieren schon mal keine Helden in meine Richtung. Nice. Ja, Türme. Ja, hier. So, das heißt, wir boosten die Jungs. Haben genügend Mana. Das passt schon. Ah, da fällt mir ein. Das Mana-Schild. Erforscht. Nicht erforscht. Wo ist es? Mana-Schild. Bam. Kann man gebrauchen, das nützt sich. So, die Jungs hauen schon mal ordentlich rein hier. Noch ein Heldengebäude. Meine Nakas heilen doppelt, das ist schon mal gut. Das ist ein Untotiger? Ja, das sind meine Zombies. Zombies sind egal. Zombies sind egal. Langsam rückte die Armee des adipösen Bösen vor und überblickte langsam die Stadt. Moment. Ist das da drüben nicht Crowley? Hat sich der Idiot tatsächlich einsperren lassen? Nein, oder? Meine Güte, was haben wir Zeit für diesen Torfkopf verbraucht? Na gut, vielleicht können wir ihn ja als Kanonenfutter noch gebrauchen. Wir befreien ihn. Wirklich? Ich meine, so ein Fürst der Hölle ist doch gefährlich und... War er bisher wirklich gefährlich? Er hat die Stadtmauern eingerissen und sich dann verbannen lassen. Ich habe das Gefühl, jeder Goblin in meiner Armee war bisher hilfreicher. Außerdem, halt die Klappe, gute Talia. So, nochmal ein Boost drauf. Die ganzen Nahkämpfer. Mana Schild auch gleich hier drauf. So. Kassieren sie weniger Schaden und sind länger am Leben. Das war schon alles? Ich bin immer noch Jaina Overproud. Und im Namen des Mondes werde ich dir dein schwarzes Herz rausreißen. Ich meine, dich bestrafen. Ich habe hier noch ein paar magische Tricks auf Lager, um diese arkanen Risse zu verstärken. Oh ne, das ist ja schlecht. Die muss auch mal boosten. Verluste verwälte ich bisher keinen. Das ist fantastisch. Ich sehe auch keine Helden in meinem Dungeon. Hier hinten noch Zauberer, wie der da reinhaut. Nice! Immer drauf da. In einen Rutsch hier unten durch bisher. Fantastisch. So, wo ist die Beute? Da. Ich müsste dann aber langsam mal zum Keilen. War ein super Angriff, war fantastisch, aber ich habe noch 10 Minuten. Also ran da. Kann man irgendwas verstärken? Ab 3,50. Komm, gleich. Jetzt gibt's Panzerung für meine Orks.
Orkpanzer. Nice. Stadt zerstört. So, Buch nehmen wir mit. Zerreißt das Tor. Macht's auf, die Hütte. Ah, Türmchen gefällt mir gar nicht. Hier ist so ein Bogen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und hier hinten ist noch eine Insel des Guten. Oh, ein Einhorn. Ein Einhorn. Da muss ich angreifen. Sofort. Instant. Immerhin ist mehr Forschung für mich. So, kann ich hier nochmal forschen? 250. Dann kriege ich mehr Schriftrollen. Immer her damit. Ich habe die noch nicht mal gestärkt bisher, die Jungs. Sehr schön. Ich kontrolliere mal, habe ich die? Ja, aber die habe ich. Sehr gut. Haben wir? Auch ganz dufte. Wir nehmen nun hier. Bis zu 5 Helden darf ich. Her damit. Bis zu 5 Helden darf ich dann rekrutieren. Überzeugt. Wer soll die da noch aufhalten? Die rennt dann hier durch. Wie Butter. So, Mana-Schild. Alles geboostet. Feuerfrei. Auch wenn die Banshee da hinten gleich drauf geht. Der fällt mir ein, ich muss Talia noch leveln. Der mag er ja. Nice. Der gefällt mir so. Von Lebenspunkten her sieht alles okay aus. So. Talia verbessert. Hat auch einen neuen Skill. Den letzten habe ich bis jetzt noch nicht einmal freigespielt. Aber das ändert sich noch irgendwann. Ich habe meinen +2-Zauberstab der versteckten Arkanrisse wiedergefunden. Was? Jetzt zeige ich dir mal, was Schmerzen sind. Arkan-Zauberstab der versteckten Risse? Was? So, hier, Crowdy. Retten. Die Armee des eroberungssüchtigen Bösen hatte den Platz betreten, an dem Crowley gefangen gehalten wurde. Ein paar arkane Pfeiler schienen das Gefängnis, um ihn aufrecht zu erhalten. Mit ein paar beherzten Schlägen würden diese sicherlich zu Bruch gehen und den Grubenlord aus seiner misslichen Lage befreien. Das hast du dir wohl so gedacht, was? Zeit für arkane Risse! Nimm das! Und das! Und warte, das, das, das. Na, vielleicht sollten wir uns erst um diese Dinger kümmern. Das wird sonst wehtun. Warte, ja, Stieres, oder? Doch. Oh, mir gehen die Mana aus. So, Crowley ist wieder da. Der spielt auch wieder mit dem Team. Crowley war frei. Mit einem unbändigen Brüllen bedankte sich der Grubenlord und machte sich sogleich daran, Gutmenschen zu grillen. Sah nach einem Barbecue-Sonntag aus. Okay, mach dich jetzt aber endlich mal nützlich, damit wir dich nicht umsonst beschworen, unterstützt und aus deinem Gefängnis befreit haben. Jaina, hörst du mich? Es ist Zeit. Zeit zu sterben. Dann komm endlich, Dunkelelfenbrut. Dann werden wir das ein für alle Mal klären. Deinen Dämonenlakai habe ich schon mal besiegt. Und mit dir wische ich doch den Boden auf. In einem Rutsch die halbe Oberkarte hier, also 75% der Oberkarte zerstört. Nice. Bisher habe ich ja mal erlebt, dass hier Helden kamen und das zurückerobert haben. Vielleicht machen sie es ja noch. Ich gehe trotzdem zurück, weil ich möchte gern Mana haben. Weil mit 36 Mana komme ich nicht weit. Und ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, die Mana-Kammer vielleicht ein bisschen größer zu machen. Weil dann kann ich mehr Mana drin lagern. So, in der Zwischenzeit kann man hier ein bisschen leveln. So, die machen wir stärker. Ich war Untoten stärker machen. Ja, komm einmal. Zwei oder dreimal. Immerhin, das sind 10 mehr Lebensenergie, 4% mehr Schaden. Und allein die Lebensenergie ist schon Gold wert. Das Problem ist nur, ich habe keine gefangenen Helden mehr. Verdammt. Ich hoffe, die schickt mir noch ein paar auf den Hals. Ich könnte welche gebrauchen, ganz ehrlich. Das Spiel macht echt Spaß. Hätte ich nicht gedacht. So. Wie viel Mana kann ich lagern? 750 Mana kann ich sie rein.
Sehr schön. Machen wir noch ein Arbeitsgerät. Zack. Haben wir das hier oben jetzt endlich mal fertig? Nein. Wir sind noch drin. 3000. Das wird doch nie fertig da hinten. So, alle da. Alle wunderbar. Auch Talia darf mal sich hinten ein bisschen ausruhen. Swing. So, Skeletten erholen sich da unten. Zombies erholen sich hier. Der läuft irgendwo hin. Fällt mir gar nicht. So, erstmal da hin. In 4 Minuten kommen Risse. Ich fange mal die kompletten Risse ab. Und dann mache ich dann Feierabend mit der Dame. Weil es wäre ungünstig, wenn ich da hingehe, die vorne in einen 4-Minuten-Kampf stehe und dann, naja, da Risse sind bei mir. Weil der Turm sieht mir nicht geheuer aus hier. Und ich brauche Mana. Ich brauche ganz dringend Mana. Wie viel Verdienungen habe ich eigentlich? 2. Dann produziert jetzt hier mal ein bisschen. Warte, irgendjemand wird gepeitscht. Meine Chance nochmal 2 Helden zu bekommen. Zumindest einen davon. Irgendwie habe ich Mana verloren, aber nicht bekommen. Sehr ungünstig. Hier, mach Mana. Verdammt nochmal. Was ist daran so schwer? Geht doch. Erschaff Mana. Her damit. Brauch das. Was machst du? Oh, die hat Hunger. Die will futtern. Keine Gefangenen mehr. Scheint gerade auf dem Weg zu sein zu mir. Ist egal, ich habe eine riesige Armee. Die machen wir sogar noch größer. So, komm, Achaiten. Nee. Weichere Betten, regenerative. Nee, komm, wenn den Untoten. So. Jetzt haben sie die nächste Stufe 20 plus 8. 20% mehr Lebensenergie. Boah, das heißt, die stinkt nur so vor Leben. Die sollen ja auch einstecken. Die sollen ja auch überleben. Ich hab die gern. Gerade Skelette sind cool. Entschuldigung, war Absicht. Ist auch eine geballert, aber so Spaß. Ja, die schlafen. So, ich hätte hier so gebucht. Komm, hier. An die Arbeit. Bisschen zackig. Wo ist die Zweite? Wo sind die Zweite? Die geht jetzt foltern. Es ist Zahltag. Das ist alles? Ja, weil sie an die Kohle denken. Wieso denken die jetzt nicht an die Kohle? Was soll denn der Mist? Hallo, ich habe da 2 Helden. Die wollen rekrutiert werden. Verdammt nochmal. Oh. Die laufen jetzt nicht bis zur Schatzkammer, oder? Doch. Die holen sich das Geld direkt ab. Was machen die wirklich? Das nächste Mal stelle ich dir einen Check aus. So, in einer Minute kommt der Riss. So, Tresortour erforscht. Ah, ich krieg nochmal Helden. Das ist gut. Was haben wir? Krieger, Lehrling, Wächter, Novize, Kanonier. Weiterentwicklung des Schützen. Die können wir nie brauchen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Der ist irgendwie getimed hiermit, oder? Ich glaube, die überleben nicht. Nee. Nope. Schade. Ist egal. Irgendeiner von denen ist so oder so gefangen. Jetzt muss ich nur gucken. Ja, da laufen sie schon. Ich habe noch nicht mal einen Stampfer hier drin. So, warte mal. Würde rein theoretisch? Natürlich nicht. Aber hier kann ich nicht öffnen. So. Sie peitscht. Vorsichtshalber hier noch eine Forschung, um das noch mal zu stärken.
Dann Schmerz, weil ich glaube, die nehme ich gleich die Post ab. Weil die hat jetzt einen Zauberstab plus 2. Ich habe zwar hier 20.000 Lebenspunkte, aber 40.000 wären besser. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Ich habe keine Ahnung, ob die automatisch angreifen. Alles hingeschmissen. Auf jeden Fall ist es größer als sonst. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja, ja, ja. Auch hier schon 6000 Lebenspunkte weg. So. Vernichtet das Gute. Und ab geht die Post. So, wir haben zwar nur 180 Mana, aber... Warte, hier geht's ja nicht hin. Hier hin. Hier muss ich. Nur 180 Mana. Das muss ich ändern. Hey Talia, ich überlege gerade, ob ich dich deinem Vater in einem Stück zurückgebe oder in kleinen Teilchen. Ich habe mich noch nicht entschieden. So, ein paar Kreaturen sind da. Ich denke mal, da kommt nächste Welle. Die fangen wir ab unterwegs. Jetzt habe ich 14 Minuten Zeit, die Platz zu machen. Und ich habe Crowdy dabei. Und da ist er. Der ist schon Level 10. Und Mana wird produziert. Sehr schön. Das heißt, die kann ich hier immer mal verbessern. Boah, die stecken aber richtig ein hier. Die Boys. Lass mal bis dahin. So, bisschen mehr Lebenspunkte, ein bisschen mehr Schaden, gerade hier für die Boys. Im Gobomat. Alles schön sammeln. Das sind zwar nur 2 von 5 Helden, aber ist für mich ausreichend. Muss, geht nicht anders. Bin hier falsch, oder? Ja, ich sehe es gerade auf der Karte, ich muss hier da rein. So, alle bekommen Mana-Schild. Auch gestärkt. Während ich Mana verbrauche, produziere ich hier hinten gleich. Nice. Das ist doch eine schlaue Idee. Immer mal ein paar Jungs zurückzulassen. Heiltrank, sehr gut. So, wir machen mal hier vorsichtshalber schon mal ein Portal hin. Und rein geht's, in die gute Stube. Ah, Talia, endlich bist du zum Spielen gekommen. Ich hab dich schon erwartet. Natürlich hast du mich erwartet. Wir haben uns schon an den Stadttoren duelliert, wenn dein Spatzenhirn sich noch daran erinnert. In der Tat. Nun, willkommen in der Magierakademie von Dolaran. Hier gleich die erste Lektion in tödlicher Kampfmagie. Zeit für den Grundkurs. Stirb! Nee, 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 so nicht, Fräulein. Die hält aber eine Menge aus. Uiuiui. Zahltag. Verstärken. Mana-Schild. Mana-Schild. Reicht es dir oder brauchst du noch mehr? Du glaubst, das reicht, um mich zu besiegen? Ich zeige dir jetzt eine Welt voller Schmerzen. Oh-oh. Hä, was macht die? Wo ist sie hin? Aua! Ach, da steht sie. Bisher keine Kreaturen verloren, das ist gut. Stellen wir jetzt hier hinten auf die anderen gehen. Ich habe gar kein Gold. Wo ist mein Gold hin? Jetzt reicht es mir endgültig. Spüre jetzt die Macht des Mondsteins. Ich meine Dolarans. Ich meine, was auch immer. Stirb! Hey, wo ist mein Gold? Achso, weil der nicht erbaut. Alles klar, alles klar, alles klar.
sie doch bezahlen am Ende. Ey, nur bitte ich Zauber verwende. Jetzt setzt man die ganze Armee auf einmal einen Klick um einzelnen. Du hältst einfach nur gedrückt. Du scrollst und dann. Ich meine, die verwenden die Fertigkeiten eher automatisch oder so und aus. Oder gehst du auf das Schild und klickst hier. Zack. Dann hast du alle. Magisches Geschoss. Flieg und vernichte sie. So, wenn du in den Untergrund gehst, kannst du ja hier kaufen, hier ganz normal, wenn du Gold hast, was ich gerade nicht habe. Einfach hier drauf, alles was da ist. Einfach dahin senden, wollt ihr halt aus dem Portal kommen? Herzlichen Glückwunsch, drauf da. Das Problem dabei ist jetzt, ich habe jetzt keinen, der da unten Mana produziert. Aber sollte reichen, muss reichen. Ich glaube, ich hab's da. Ich hab's da! Nicht bei mir. Man hätte meinen, Sailor Overmoon hat sich da nicht richtig informiert. Hoffen wir, dass sie auch tot bleibt. Wir könnten sie zu einer Untoten machen. Was für ein wunderbar gemeiner Gedanke. Das fände ich sogar witzig. Im Ernst? Du bist doch die Gute von uns beiden. Naja, irgendwie muss ich mich doch weiterentwickeln. Ich sehe doch, dass wir dem Bösen verfallen sind. Das zu leugnen ist anstrengend. Ist das jetzt irgendein Trick? Tochter, was hast du getan? Erst Grimli und nun auch noch Jaina? Erwarte keine Gnade von mir. Ich werde dich finden und aufhalten. Meine Armee rückt auf Dalaran zu. Dann werden wir uns unterhalten. Komm nur! Ich unterbreche ja die diversen Dialoge nur ungern. Aber nach wie vor war Thanos ein mächtiger Gegner, dem Talia nur wenig entgegenzusetzen hatte. Es war also nichts Verwerfliches daran, sein Heil in der Flucht zu suchen und weiter an Macht zu gewinnen, bevor man sich dieser Schlacht stellte. Na, so Feigling. Aber gut, ziehen wir uns zurück. Nach dieser Schlacht brauche ich erstmal eine Verschnaufpause. Sehr schön. Ah, die Welt war schneller. 1,3. Ich habe 1,8 Stunden gebraucht. Dafür habe ich mehr Feinde besiegt. Das ist... das ist wert. Die haben mir... Wie sammeln die so viel Bösartigkeit? Fallen gebaut. 9 zu 11. Kreaturentote. Ich habe mehr Verluste als drüben, aber das sind, die waren schon tot. Ausgegrabene Felder. Werkzeug, Kreaturen entlassen. Wer entlässt denn Kreaturen? Mal ernsthaft. Ich nicht. So, auf der nächsten. Die Armee des unbesiegbaren Bösen eroberte Dalaran im Sturm und konnte die Herzen der Bewohner für sich gewinnen. Und das meine ich wörtlich. Merkwürdiges Hobby, aber gut. Andere sammeln auch Briefmarken und so. Auch die mächtige Jaina Overproud gab die Radieschen ab. Oder sah sich die Löffel von unten an. Die lebt doch noch. Das macht wenig Sinn. Ja, ja. Sowas passiert, wenn man Übersetzer beschäftigt, die das Zeug nur durch Google Translate jagen. So, genug abgeschweift. Also, Jaina war tot und Talia und die Armee des sagenumwobenen Bösen machten sich aus dem Staub, ehe Thanos auftauchte. Wenig später stand dieser vor der Leiche seiner Mitstreiterin, die er nur noch betrauern konnte. Abermals schrie er mit einem langen Nein seinen Schmerz in die Welt hinaus. In einer Einstellung, die verdächtig an den Tod von Grimli erinnerte. Was natürlich gar nichts mit Einsparungen am Budget des Spiels zu tun hatte. Recycling. Währenddessen nahm die Flotte Fahrt auf in Richtung Festland. Nachdem die Armee wieder festen Boden unter den Füßen hatte, fackelte Talia die erbeuteten Schiffe ab. Diese brauchten sie ja im Moment nicht mehr. Ja, ja, Voraussicht war noch nie eine Stärke von Bösewichtern. Danach zog die Armee des grausamen Bösen weiter ins Land hinein. Auf einen Ort zu, der Friedenshausen genannt wurde. Friedenshausen, neuer Raum. Spiel mir das Lied vom Katapult. Die Termiteninsel lag in Trümmern.
Doch das marodierende Böse war noch nicht am Ende seiner Tour der Zerstörung durch die Länder. Der nächste Auftritt war im lauschigen Friedenshausen geplant. Die Armee des alles vernichtenden Bösen ging ganz in der Nähe an Land. Horde Kreaturen und konvertierte Helden werden in der Krypta frisch gehalten und durch die grandiose Arbeit der Untoten wiederbelebt. Hä? Das heißt, sie sterben nicht mehr? Aber ich habe leider nur eins davon geschafft. Okay. Absolviere die Mission, spiel mir das Lied. Ist okay. Töte 50 Helden in der Mission, spiel mir das Lied vom Tod durch Katapultbeschuss. Erobere alle Katapulte in der Mission, spiel mir das Lied von Katapult in weniger als 30 Minuten. In 30 Minuten alles erobern? Ich weiß auch nicht, worum es da drin geht. Ich komme gleich wieder. Ganz kleiner Moment. Obwohl es eigentlich immer dasselbe ist. Dungeon aufbauen, Dungeon halten, verbessern, raus, Oberwelt komplett überrennen. Macht das Spiel echt enorm Spaß, hätte ich nie gedacht. Und stelle sich vor, das wäre noch schwerer. Dann wäre es wahrscheinlich noch geiler. Aber mal schauen, so. Rein da. Katapulte. Das hört sich da gut an. Die holen wir uns. Alle. Die Armee des allem Lebens skeptisch gegenüberstehenden Bösen hatte die Termiteninsel hinter sich gelassen und war ganz in der Nähe des lauschigen Städtchens Friedenshausen an Land gegangen. Das liegt gleich gegenüber von Entenhausen. Friedenshausen war ein ruhiger Ort, hauptsächlich bekannt dafür, der weltweit größte Waffenexporteur zu sein. Dies war kein Widerspruch, denn so friedlich und ruhig Friedenshausen auch war, irgendwo auf der Welt gab es immer jemanden, der Waffen brauchte, und die ruhigen und friedlichen Friedenshausener waren mehr als bereit, andere mit Mordinstrumenten zu versorgen. Übrigens auch die Armeen des zahlungskräftigen Bösen, solange der Preis stimmte. Allerdings würde ihnen das alsbald zum Verhängnis werden, denn das alles plattmachende Böse hatte nicht vor, zuzulassen, dass seine Feinde weiterhin mit Waffen versorgt werden würden. Somit war der Untergang von Friedenshausen besiegelt. Da in diesem Friedenshausen steht aber eine riesige Armee, die sieht so überhaupt nicht friedlich aus. Die wird eher Probleme machen. Nun, dafür gab es um Friedenshausen herum mehrere Waffenmanufakturen, in denen sich große Belagerungswaffen befanden. Diese würden sicherlich nützlich sein, diese riesige Armee etwas zu verkleinern. Ausgezeichnete Idee. Also los, nehmt diese Waffenschmieden ein und dann werden wir den Friedenshausenern mal ihre eigenen Produkte vor die Füße knallen. Oder noch besser, auf den Kopf. So, wir haben zwei Eingänge. Okay, das ist blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Ganz von meinem Spielfeld. Zumindest auf der einen Seite. Nee, so nicht. Geniale Idee.
Jetzt gibt es nur reinen Eingang, aber die anderen mache ich nicht, die mache ich dicht. Damit habe ich zwar nur die Hälfte des Spielfelds, aber das stört mich ja nicht. Na, vielleicht kann ich ja hier noch.